schönen guten Tag. Ich möchte heute gerne Stellung nehmen, erstens zu der aktuellen Debatte um einen Schuldenschnitt Griechenland, zum zweiten um die Debatte um ein erneutes NPD-Verbotsverfahren und zum dritten um den möglicherweise anstehenden Panzerdeal mit Saudi-Arabien. Was die Forderung nach einem Schuldenschnitt für Griechenland anbelangt. Frau Merkel schließt ja nun, davon zeugt ein Interview von ihr in der Bild am Sonntag, einen Schuldenschnitt für Griechenland nicht aus. Allerdings, wenn man sich die Formulierung anschaut, ist da die Rede davon, dass das erst im Jahr 2014, 2015 auf der Tagesordnung steht. Und das heißt, wohlgemerkt, Frau Merkel möchte den Schuldenschnitt auf nach die Bundestagswahl schieben. Und ganz offensichtlich geht es vor allen Dingen gegenwärtig darum, dass die Auswirkungen der jetzigen Politik auf möglichst nach die Bundestagswahlen geschoben werden sollen. Das scheint offensichtlich das Hauptanliegen von Schwarz-Gelb zu sein. Das bisherige Krisenmanagement von Frau Merkel hat ganz klar die privaten Gläubiger geschont und den Steuerzahlern Risiken von hunderten Milliarden aufgedrückt. Wenn denn ein Schuldenschnitt notwendig ist, dann sagt die Linke ganz klar, muss dieser Schuldenschnitt mit Auflagen versehen sein. Und wir meinen, es kann nicht sein, dass die Risiken komplett den Steuerzahlenden aufgedrückt werden und Banken und Hedgefonds weiterhin Rendite machen können bis hin zu 75%. Und deswegen schlägt die Linke ganz klar vor, dass endlich auch die Reichen und Superreichen in Griechenland herangezogen werden, um die griechischen Schulden zu decken. Deswegen schlagen wir vor, man könne beispielsweise die Auslandskonten von superreichen Griechen jetzt einfrieren. Das ist auf jeden Fall der bessere Weg, als die Bevölkerung weiterhin sozial auszubluten. Um das noch einmal zu erklären, die Auflagen der Troika sehen unter anderem vor, dass nochmal Tausende von Stellen im öffentlichen Dienst gestrichen werden. Wir haben aber bereits jetzt in Griechenland eine Situation, wo jeder dritte Arbeitsplatz in der Privatwirtschaft flöten gegangen ist. Das heißt, hier wird eine negative Spirale vorangesetzt. Und wenn wir uns das sogenannte Sparpaket anschauen, das hat ja einen Umfang von 9,4 Milliarden. Und bereits da soll der größte Posten über die Einsparung, über Kürzungen bei Gehältern und Renten davongetragen werden. Also von 9,4 Milliarden sollen 7,6 Milliarden Einsparung eben im sozialen Bereich erfolgen. Die Linke hat im Bundestag geschlossen gegen diese Maßnahme gestimmt und das aus einem Grund, weil wir finden, das sogenannte Hilfspaket ist ein vergiftetes Geschenk, weil es Sozialkürzungen vorsieht und die griechische Wirtschaft weiter in die Knie zwingt. Zum NPD-Verbotsverfahren. Wenn ein solches Verbotsverfahren in Angriff genommen werden sollte, dann muss sichergestellt werden, dass die Beweismittel wasserdicht sind, dass nicht auf informelle Mitarbeiter zurückgeht. Es muss klar sein, dass es nicht auf V-Leute zurückgeht. Ich meine jedoch ganz klar, ein NPD-Verbot alleine reicht nicht, um den sich ausbreitenden Neonazismus, den sich ausbreitenden Rassismus Herr zu werden. Man muss hier als öffentliche Hand viel mehr Geld in die Hand nehmen, um langfristige Arbeit gegen die Ausbreitung von Rechtsextremismus zu unterstützen. Die Jugendhilfe muss ausgebaut werden und es braucht in den Schulen eine Art Bildung im Zeichen von Demokratie. Zu dem Panzerdeal mit Saudi-Arabien. Es deutet sich an, dass womöglich erneut ein Deal mit Radpanzern ansteht und ein Deal mit Rüstung, das ist immer ein Deal mit dem Tod. Denn wir reden hier nicht über den Verkauf oder den Export von Nähmaschinen oder Waschmaschinen, sondern wir reden hier über den Verkauf von Panzern, die auch im Inland möglicherweise gegen Demonstrierende eingesetzt werden können. Und das ist natürlich ein Problem. Es besteht sehr wohl die Gefahr, dass hier wieder große Probleme auftreten. Und deswegen sagt die Linke ganz klar, Frau Merkel ist eine Aufrüstungskanzlerin. Sie macht Außenpolitik mit der Waffe in der Hand. Und wenn dieser Panzerdeal der Beitrag Deutschlands zum arabischen Frühling ist, dann kann ich nur sagen, dann ist es auch mit der Demokratie in diesem Land nicht weit her. Deswegen fordert die Linke ganz klar einen sofortigen Stopp aller Rüstungsexporte, weil das immer auch ein Geschäft mit dem Tod ist. Und vielleicht noch abschließend, ist es schon angedeutet worden, heute ist der 3.12., der Tag der Rechte für Menschen mit Behinderung. Ich bin sehr froh, dass wir Irene Müller und den blinden Hund Flech dabei haben und möchte nur aus Sicht der Linken sagen, für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir das Thema sehr stark machen
Und Barrierefreiheit und Inklusion für uns ein Thema ist, wo wir sagen, es ist nicht nur ein Thema für Menschen mit Behinderung, sondern wirkliche Barrierefreiheit macht das Leben auch für Menschen, die nicht im klassischen Sinne eine Behinderung haben, auf jeden Fall besser. Und deswegen ist das bei uns ein Thema, was für den gesamten Parteivorstand von enormer Bedeutung ist. Bitte, Irene. Danke. Meine werten Damen und Herren, mein Name ist Irene Müller und ich vertrete behindertenpolitische Aspekte hier im Parteivorstand und bin froh, dass ich Ihnen heute mal ein paar Dinge darbringen darf. Ja, es ist so, die Linke streitet für eine moderne Gesellschaft. Eine moderne Gesellschaft ist auch eine inklusive Gesellschaft. Also eine Gesellschaft, in der alle Menschen ihren Platz haben, in der Vielfalt des Menschseins, also auch Menschen mit Behinderungen, mit chronischen Erkrankungen, ihren Angehörigen und, und. Heute, am 3. Dezember, machen wir Menschen mit Behinderungen auf der ganzen Welt auf unsere Lebenslage aufmerksam, auf unsere Lebenssituation und natürlich auch, was unsere Forderungen sind und was unsere Erwartungen sind an die sogenannte nicht behinderte Umwelt. Moderne inklusive Gesellschaft bedarf eines modernen Denkens, Überdenkens der Dinge, die wir täglich tun. Das ist sehr weitreichend, das ist politikfeldübergreifend, denn Menschen mit Behinderung kommen in allen Politikfeldern, in allen Lebenslagen, in allen Situationen vor, ob klein, ob groß, ob männlich oder weiblich, ob in dieser oder jener Lebenssituation. Wir haben Menschen mit Behinderungen überall. Und demzufolge hat die linke Politik auch die Forderung an ihre Mitglieder, im Sinne von Menschen mit Behinderungen mitzudenken, mitzuagieren. Schon im Jahr 2009, im Oktober des Jahres 2009, hat die Linke einen Parteivorstandsbeschluss gefasst, wo sie eindeutig sagt, die UN-Konvention für Menschen mit Behinderungen muss wahr werden. Muss wahr werden, Praxis wahr werden, einmal in der Partei, im Inneren und natürlich auch in unserer Gesellschaft. Es gibt eine Bundesarbeitsgemeinschaft, selbstbestimmte Behindertenpolitik, die gibt es schon viele, viele Jahre, die sich ganz konkret mit der Umsetzung dieser Anforderungen, dieser Maßgaben in der Behindertenrechtskonvention befasst. Diese UN-Konvention ist ein wichtiges Stück Unterstützung für die Umsetzung hier bei uns im Land. Wir haben nicht nur diesen Beschluss im Jahre 2009 gefasst, nein, wir sind nun natürlich dabei, als Behindertenpolitikerinnen und Politiker konkret zu werden, ganz konkret zu werden. Das haben wir aus der BAG heraus getan beim Parteitag dieses Jahr in Göttingen im Juni. Zwei Beschlüsse wurden da eingebracht. Einmal der Beschluss, dass Menschen mit Behinderungen sich selbst vertreten sollten und demzufolge angestrebt werden soll, die Listenplätze, die Rangfolge zur Bundestagswahl in den Bundesländern so zu gestalten, dass auch Menschen mit Behinderung eine Chance haben, im Bundestag mitzuarbeiten. Das ist das nach außen. Nach innen sind wir auch sehr konkret geworden. Und zwar haben wir verlangt, als Menschen mit Behinderung, als Bundesarbeitsgemeinschaft, dass hier in der Partei Maßnahmen ergriffen werden, die das Leben von Menschen mit Behinderung im Parteialltag der Linken so gestaltet werden kann, dass eine Teilhabe gewährleistet ist. Eine Teilhabe an allen möglichen Dingen, die eine Partei bearbeitet, beackert, ändern will, vertraglich festlegen will und, und. Da können Sie sich vorstellen, dass eine Bundesarbeitsgemeinschaft mit ihren Mitgliedern und die Landesarbeitsgemeinschaften in den Bundesländern viel zu tun haben. Denn wir sind, wie gesagt, auf allen Politikfeldern tätig. Wichtig ist dabei, dass die Gedanken, dass das Bewusstsein
gebildet wird dahingehend, dass wir Menschen mit Behinderungen wirklich zur Vielfalt der Menschen in der Gesellschaft dazugehören. Es ist nicht so, dass Menschen mit Behinderungen nur als defizitäre Menschen anerkannt werden oder gesehen werden. Nein, wir wollen, dass wir beurteilt werden, wie alle anderen auch, an unseren Fähigkeiten, an unseren Fertigkeiten, an unseren Talenten, an dem, was wir tun, was wir gut tun, was wir richtig tun. Behinderung, jawohl, akzeptieren ist wichtig, aber nicht im Vordergrund sehen, sondern erstmal sind auch wir Menschen mit Behinderung Menschen. Die Maßnahmen, die wir hier in der Partei treffen werden, werden in einer Arbeitsgruppe Teilhabe im Moment formuliert. Und ich darf Ihnen sagen, das wird ein bunter Strauß von Maßnahmen, die auch hier in unserer Partei Fuß fassen müssen. Das fängt an bei barrierefreien Veranstaltungen. Ich danke Ihnen, dass Sie so zur Seite gegangen sind, dass mein Hund mit mir vernünftig hier durchkam. Sie werden sehen, hier sind keine Treppen, um hierher zu kommen. Hier ist auch dementsprechende Toilette. Alles Dinge, die für Menschen mit Behinderung wichtig sind, um erstmal vor Ort zu kommen. Also stellen wir die Forderung an unsere Partei, an alle Ebenen, barrierefreie Veranstaltungen durchzuführen. Wir haben dazu auch eine Checkliste erarbeitet, die dann abgearbeitet werden kann. Und wenn man überall einen Haken dran gesetzt hat, kann man sicher sein, die Veranstaltung wird barrierefrei. Natürlich wollen Menschen mit Behinderung auch in der Linken an den entsprechenden Bildungsveranstaltungen teilnehmen. Auch dazu wird es einen ganz konkreten, beziehungsweise gibt es in der Diskussion schon einen ganz konkreten Maßnahmeplan, wie machen wir das. Büros auf Kreisebene, auf Landesebene, Wahlkreisbüros von Bundestagsabgeordneten, Landtagsabgeordneten müssen barrierefrei sein. Es muss jeder Bürger die Chance haben, da vor Ort Kontakt aufzunehmen und dementsprechend agieren zu können. So wird sich ein Puzzle zum anderen fügen und wir werden natürlich als Partei auch sehr konsequent die Entwicklung der Maßnahmepläne aus den Ländern und aus dem Bund begucken, bewerten und unsere dementsprechenden Anmerkungen machen. Denn eins ist Fakt, wer im Kopf nicht umdenkt und tatsächlich einen Menschen mit Behinderung anhand seiner Fähigkeiten betrachtet, sondern als allererstes anhand seiner Defizite, wird eine moderne, inklusive Gesellschaft nicht hinkriegen. Weder in der Bildung für Kinder, noch in der Bildung für Erwachsene, noch auf dem Arbeitsplatz, auf dem Arbeitsmarkt, auch nicht in Freizeit und Kultur. Es wird einfach nicht klappen. Und wir als Linke haben sehr konkrete Forderungen im Bund, in den Ländern, in den Kreisen, Stadtvertretung, Gemeindevertretung, beziehungsweise hier an unsere Partei selbst. Denn wer nicht vorlebt, ist nicht glaubwürdig. Und natürlich haben wir den Anspruch, glaubwürdig zu sein. Danke.